Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Es ist wieder Zeit. Raid am Mittwoch. Folge 9000. Nein, die weiß ich jetzt leider nicht aus dem Kopf. Aber die steht ja oben dran. Und wir präsentieren euch heute wieder die Highlights der Woche zusammengefasst. Und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche für euch. Deshalb nicht lang schnacken. Und es geht los. Die Woche hat angefangen, das Meltan-Event, nennen wir es mal, kam natürlich, hat Pokémon Go erreicht. Ihr wisst, ihr könnt Meltan aus der Meltan-Box bekommen, wenn ihr ein Pokémon auf die Nintendo Switch rübertauscht. Und jetzt für einen Monat ist es also möglich, alle 3 Tage die Meltan-Box zu holen und ein Shiny Meltan aus der Box zu ziehen. Der Lukas hat uns das mal gezeigt, auf dem kleinen Account, heulender Smiley. Ja, Lukas, dafür gibt es die Tauschfunktion. Aber das ist ja einen ganzen Monat da. Man hat ja einen ganzen Monat die Zeit natürlich, sich ein Meltan da rauszuziehen. Und da wird er sicherlich noch eins bekommen. Nämlich hier, da hat er es nämlich schon auf seinem Großen. Also das ganze Geheule umsonst. Kurz danach hat er auch auf dem Großen eins bekommen. Und viele haben natürlich gleich zu Beginn einige Meltan als Shiny abgesahnt. Manche haben immer noch keins. Aber wie es bei euch war, könnt ihr mir dann mal erzählen. Auch der Nebels, also der Marco, jawohl, hat natürlich auch einen Shiny Meltan bekommen, gleich am Anfang. Der Lukas hat seins dann gleich entwickelt zu Melmetal, also ein Shiny Melmetal am Start, wie man hier sieht. Ja, das Glitzern macht schon was her. Ansonsten, es geht angeblich um den Schwanz. Ihr müsst euch den Schwanz hinten angucken, beziehungsweise das Kabel, was hinten am Meltan dran ist. Das ist dann nämlich nicht rot, wie beim normalen, sondern blau, bei der Shiny-Variante. Dann der Marco, auch eine 100% Flunkiefer, aus dem Raid gezogen, Wetter geboostet, Level 25, 100% Glückwunsch dafür natürlich. Hier seht ihr dann auch mal meine Meltan-Box. Was war da denn los? Ich habe eine halbe Stunde da gesessen und habe Meltan gefarmt oder auch nicht, weil mir ist jedes Meltan abgehauen, das sieht man aber mal gut. Wann die immer so erschienen sind, 51, 52, 54, 56, 57, also jede Minute oder alle 2 Minuten kam da wirklich eins raus, weil viele Fragen immer gestellt wurden, aber die Spawnrate wurde ja erhöht, sonst musste man immer so 3 Minuten warten. Beim Rauch war das so, 3 Minuten, wenn man auf der Stelle steht, 3 Minuten, bis was kommt. Oder 5 Minuten, nee, 5 Minuten, aber wenn man sich bewegt, 3 Minuten. Je schneller man sich bewegt, vielleicht auch 1 Minute. Bei Meltan war das egal, da konntet ihr auf dem Sofa sitzen und es ist immer gleich viel rausgekommen, egal ob ihr euch bewegt oder nicht. Jetzt haben sie es erhöht, so könnt ihr im Prinzip jetzt jede Minute eins bekommen, bis zu 20 Stück mit einer Meltan-Box. Und das ist auch der Grund, ein 100% Relaxo mit richtig hohem Level, das ist der Grund, wieso alle Meltan bei mir geflohen sind. War ich nämlich noch unterwegs im Kino, hab dann gedacht, okay, fährst du heim, machst schnell noch deine Box auf, weil ich unterwegs beim Marco angehalten habe, hab mir die geholt und hab nicht in meine WhatsApp-Gespräche geguckt und am anderen Ende der Welt saß der Bob bei den 7 Zwergen, hinter den 7 Bergen und hat mir ein Relaxo gefangen, ein 100%iges und hat gesagt, geh nicht rein, ich habe gerade gefangen, habe ich nicht gelesen, bin rein, habe die Meltan-Box gezündet, wollte die Meltan alle fangen und was ist passiert? Sie sind alle geflohen, Stück für Stück für Stück. Tja, so kann es natürlich gehen, aber trotzdem danke für das Relaxo, auch wenn ich schon ein 100er habe, damals aus dem Raid beim Friedhof. Trotzdem kann man ja mal mitnehmen, 1001 Bonbons auch am Start, sehr schön. Der Leon hat uns gezeigt, er hat ein Glücks-Ele-Kit getauscht natürlich. Der hat also eins gebrütet, hat dann ein bisschen getauscht, hat jetzt ein 100%iges Glücks-Ele-Kit. Der Kalsariken, a.k.a. Horsty, hat ein Glücks-Spoink bekommen mit 100%. Denn gleichzeitig zu dem Meltan-Event ist ja auch dieses Tausch-Event und Freundschafts-Event noch aktiv gewesen. Da solltet ihr also tauschen, was das Zeug hält. Pokémon will mich doch verarschen, wieder nur auf dem kleinen Account. Und der Bockwurst-King hat auch was bekommen, ein 100%iges Vivien als Glücks-Pokémon. Und das Gegenstück dazu auf seinem anderen Account, auf dem großen diesmal, ein 96%iges Riolu. Auch als Glücks-Pokémon, da hat er also gute Einträge geholt. Das Riolu natürlich ganz selten, immer Baby-Pokémon, sind ja besonders gefragt beim Tauschen. Der Xtreme hat ein 98er Dings, ein 96er Formeo und noch ein 96er Spoink, wie immer.
dass Formio nicht Lucky trotzdem durchs Tauschen bekommen, denke ich mal. Bei dem wird eigentlich alles immer zu 100, selbst ohne Lucky zu werden. Also der hat da auch immer richtig Glück. Der Fabian Probatzky, bisschen Tauschglück. Hashtag Rate am Mittwoch. 94% und Fabian, aber 94 gibt's doch gar nicht. Es gibt doch nur 93 oder 96. Da muss man mal die Bewertungen richtig durchdrücken, die Sätze durchlaufen lassen. Aber ich sehe schon, das ist irgendwie Pokegenie. Das finde ich eh kacke. Ich mache alles mit Calci, was es ja nicht gibt bei iPhone und so Zeug. Und ja, 94%, auf jeden Fall trotzdem gute Sache. Carbador kann man sich immer mal geben. Entwickeln kann das zwar nicht, ihm fehlen die Bonbons, aber das wird natürlich noch. Dann hat er noch ein 98%iges Bodogel und noch eins. 98, genau, so muss das aussehen, das ist eindeutig. Dann habe ich meinen persönlichen Meilenstein erreicht und die 100 Millionen Erfahrungspunkte geknackt. Da habe ich hier mal einen Kreisel drum gemacht, vielleicht habe ich das letzte Woche auch schon gesagt, ich weiß es gerade nicht. Glückwunsch dann an die Mutti, denn Linsiras zweiter Account ist jetzt auch endlich Level 40, ist aufgestiegen. Dann habe ich ein bisschen getauscht mit Spooky Swigetti und endlich habe ich es geschafft, mal ein Glücks-Mewtwo zu bekommen. Mir ist, sind auch die IV total egal. Ich wollte einfach nur den Eintrag haben im Pokédex, den Glückseintrag. Und bisher kam ich kaum dazu, mal Mewtwos zu tauschen. Jetzt habe ich gesagt, komm, wir tauschen mal eins, die zwei Ältesten. Ist dann also Lucky geworden. Wunderbar, so muss es sein. Danach gab es noch ein Glücks-Sichlor mit 96%, was er mir auch rübergetauscht hat. Das hat mir nämlich auch noch gefehlt als Lucky-Eintrag. Also nochmal danke an Spooky Swigetti. El Wobby zeigt uns, der hat einen Shiny Spoink gefangen. Der Jakob hat mir noch ein Screen geschickt. Was ist das denn für eine komische Raid-Belohnung? Und dann meint er, weil es hier bei dem Raid gab es eine goldene Himbeere und dann nochmal zwei goldene Himbeeren, also nacheinander. Da standen nicht einfach drei goldene Himbeeren, nein, er hat eins, dann nochmal zwei und dann 1000 Staub, also so schön hintereinander. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber das gibt's natürlich alles. Niantic macht immer da Spaß an der Freude mit. Der Iswo hat, ja, ist das gebrütet, ist das gefangen? Ich denke mal gebrütet aus einem 7er Ei, weil es Level 20 ist. Ein Alola Kleinstein. Mit 100% natürlich, 15, 15, 15 und das freut ihn besonders. Boah, jetzt werden meine Augen ganz gläserig und rot, weil das ist ja eins seiner Lieblinge natürlich noch. Der Kalsarican hat sich ein 100% Sengo ertauscht. Pupsi hat ein wettergeboostetes Palkia aus dem Raid bekommen auf Level 25 mit 98% und Angriff 15. Das ist mir besonders wichtig immer, also da würde ich es an ihrer Stelle gleich hochziehen. 3982 kann das erreichen, aber da fehlen noch die Bonbons, aber das ist ja noch ein bisschen da, da kann man ja noch ein paar Raids machen. Der Lukas hat einen Shiny Makuhita gefangen. Glückwunsch auch dafür. Finde ich immer noch cool. Auch die roten Boxhandschuhe, die zu den Wangen passen. Dann bin ich aufgestiegen mit Lukdorf zu Beste Freunde. Da gab es wieder 200.000 Erfahrungspunkte. Dann habe ich ein bisschen mit Horsti aka Kalsariken getauscht. Habe jetzt auch ein Glücks-Mamfaxo bekommen. Er hat dafür ein Glücks-Pi bekommen. Da seht ihr gleich das Gegenstück. Dann habe ich noch ein Glücks-Glibungel bekommen. Nach 1000 Trades das zweite. Genau. Das war wirklich, ich habe so viel getauscht, aber insgesamt nur zwei Stück bekommen. Da habe ich nicht wirklich gemerkt, dass die Glückschance erhöht ist. Aber gut, wenn die von 5 auf 7% geht, das ist ja jetzt auch nicht so die Wucht. Also so krass erhöht war die nicht. Und im als Gegenzug für meinen Glücks-Glibungel habe ich ihm einen Glücks-Miltank abgegeben. Obwohl mir jetzt natürlich auch Glücks-Miltang fehlt, aber ich habe ja noch ein paar gesammelt auf den anderen Accounts, vielleicht hat auch jemand von euch noch ein paar, der ist wohl bestimmt, der hebt ja immer ein paar Kühe für mich auf und Euder hat er sowieso am Start, vielleicht kann man da noch was machen. Dann hat die Linsira uns noch gezeigt, glückliche Babys, da hat sie einen Kusilla, Mamfaxo, einen Mantirps und einen Knospi, ja. Denke ich mal, dass Mamfaxo jetzt die besten wäre, weil das nämlich 15 Angriff hat. Und ansonsten 14, 14, also 96, die zwei hinteren blauen.
Manterbs fehlt mir da auch noch. Knospi, Cosilla habe ich als Lucky. Was haben wir hier noch? Fluffeluff, Rabautz, Togepi und Isso. Ja, die leider nicht ganz so gut, da waren die anderen besser. Da fehlt mir, glaube ich, noch Isso, sonst habe ich auch alle. Also von jeder Seite immer genau eins und immer das, was rechts unten ist. Sehr schön natürlich. Der Bockwurst-King, gerade aus dem Tausch bekommen mit einem 100%igen Pichu. Ja, Babys kann man tauschen. Die müssen nicht lucky sein, die kriegen einfach so die 100% obendrauf. Dann gab es bei mir auch ein Shiny Spoink. Da bin ich gerade am Bahnhof entlang gegurkt. Hab so angetippt mit 10 Handys gleichzeitig und bei einem war dann auch ein Shiny dabei. Habe ich mich natürlich gefreut, werde ich auch bald mal entwickeln, aber erstmal das Event zu Ende gehen lassen, wie viele man noch bekommt und was das Höchste dann ist und das Niedrigste. Dann der Mikfu, danke Ramon, endlich ist aufgestiegen auf Level 40 mit dem letzten Geschenk, was er von mir geöffnet hat. Jetzt kann er es ruhig angehen lassen, er hat bestimmt immer noch seine 300 Raid-Pässe da im Beutel rumliegen, die er nicht loskriegt. Aber Hauptsache Level 40 erreicht und wenn er die Raid-Pässe noch umsetzt, da gibt es ja auch nochmal massig Erfahrungspunkte oben rauf geschossen. Dann der Kalsariken. Man muss es ja betonen, weil Horsti ist out. Horsti gibt's nicht mehr. Rest in Ruhe, Horsti. Hat auch einen Shiny Meltan bekommen. Da hat er sich gefreut. Linsira Jackpot mit einem Shiny Vivien mit 98%. Und das sollen die Leute nochmal sagen, dass Shinies immer schlechte IV haben. Wenn Linsira uns hier das Gegenteil beweist. Der Lukas hat einen Radfratz gefangen, Agent 0014. Ihr kennt alle 007. Ja, das ist mindestens doppelt so krass, Agent 0014. Und nachher werden wir noch seinen Kollegen dazu sehen. Am unteren Rewe hat der Lukas gepostet, saß dann auch ein 100%iges Jurob. Wer noch keins hatte, geht mal zum unteren Rewe und gönnt euch das. Es ist nämlich sicherlich noch da. Dann der Hoffi hat auch einen Shiny Meltan bekommen. Und wie klein die natürlich aussehen, wenn man die so in der Pokémon-Ansicht hat und nicht im Fangbildschirm. Dann hat der Hoffi auch einen Shiny Spoink bekommen, was da alleine im Regen rumhüpft mit 581, gute WP-Zahl. Da geht natürlich noch mehr, aber erstmal eins haben. Danke nochmal an Niemand! Und das ist der kleine Lukas. Dem wollte ich recht herzlich danken, da es endlich geklappt hat. Wir haben jetzt bestimmt 2 Jahre darauf hingearbeitet. So lange gibt es das Freundschaftssystem noch nicht mal, aber endlich ein Shiny Ammonitas, ein Shiny Amoroso habe ich ja damals schon bekommen vom Bockwurst King. Aber Ammonitas hat immer gefehlt, die Vorstufe musste ich jetzt während des Events teuer ertauschen, obwohl es ja nicht teuer war. Da ihr nur die Hälfte an Staub bezahlt habt, wir waren Stufe 3, haben also 40.000 Staub statt 80.000 bezahlt. Gute Sache und ich bin so froh, dass es nicht lucky geworden ist, dann hätte ich im Strahl gekotzt, denn so könnt ihr einfach das viel besser bewundern, der Hintergrund lenkt nicht ab und man sieht deutlich den Unterschied zu dem normalen. Da ist der Kollege, was ich eben schon angesprochen habe, Kollege von 0014, ist also das Spoink mit 0015. Ja, die könnten als Team durchgehen. Achtung, Achtung, wichtige Durchsage. Dann war es soweit, der Marco ist für etliche Zeit verschwunden. Der ist bestimmt im Knast oder so. Nein, der ist wegen Arbeit oder so unterwegs. Und hat mir dann seine Switch mitgegeben. Da habe ich mich natürlich riesig gefreut. Habe gleich mal einen Post in die Gruppe gemacht. Auch zu beachten, dass auf die dicken Bierglas im Hintergrund mit Cola drin, weil Cola ist gesund, die muss man natürlich jeden Tag trinken, dass die Zähne schön gelb werden und der Bauch immer dicker. Und habe dann auch angeboten bei uns in der Gruppe, weil ich mal die Switch hier rumliegen hatte, wer noch keine Box hat oder noch keinen Meldern hat oder noch keinen Shiny hat, konnten sich gerne bei mir melden, habe da ein paar Boxen verteilt und so, sind auch ein paar Leute auf mich zugekommen. Grüße gehen raus. Zeit müsste auch jetzt bald wieder um sein, dass die nächste Box kommt. Ich glaube sogar heute am Mittwoch müsste ich wieder ein paar rausgeben. Ich muss noch halt selber bei mir mal reingucken. Dann bin ich aufgestiegen mit Daniel, auch zu besten Freunden, auch wenn ich nicht mal weiß, wer Daniel ist. War aber da drin, hatte ich ein Geschenk, habe ich einfach aufgemacht. Scheiß drauf, Daniel, ob du da deine Punkte bekommst oder nicht. Nein, weil ich hatte keine Möglichkeit, den zu erreichen. Ich weiß nicht, wo der her ist. Den Namen habe ich noch nie gelesen und eigentlich kenne ich die Leute aus der Umgebung. Aber ja, machen andere ja auch so, da bin ich dann auch nicht so ärgerlich drum. Dann gab es ein Shiny Meltan, auch für mich. Leider nur auf dem zweiten Account kann man jetzt hier nicht erkennen. Obwohl am Staub könnte man es vielleicht erkennen und an den Bonbons. Und auf dem großen habe ich natürlich deutlich mehr.
Der linke Networks hat einen Shiny Gramurux getauscht. Ist lucky geworden mit 98%. Das ist das, was ich meine. Ich hätte im Strahl gekotzt, weil ich finde, der Hintergrund, das ist einfach so Augenkrebs Deluxe. Über die Prozent, sehr cool, dass es 98 hat, aber wenn ich jetzt einen Shiny mehr rübertausche, das war beim Bingo letztens so, ich wollte mir einen Bingo noch rübergeben, weil ich meins nicht mehr hatte. Was ist passiert? Es ist lucky geworden. Ich habe mich so geärgert, dass ich am nächsten Tag nochmal eins rübertauschen musste, damit es nicht lucky ist, damit ich es wenigstens normal drin habe, weil ich sonst einfach nichts erkenne. Vielleicht sind meine Augen so empfindlich, keine Ahnung, aber mich stört das dann richtig. Das hätte einfach... Ja, einfach nicht so grell sein müssen, nicht so hell. Das ist voll übertrieben, finde ich. So, dann haben wir, ja, Agent 000, 0%, ein nichts, gar nichts ist das, ein Meltan ohne irgendwas. Also, das ist natürlich ein richtig besonderes Nulli. Das werde ich mir auf jeden Fall aufheben, das ist noch seltener als ein 100%iges, würde ich mal sagen. 100%ige habe ich schon viele gesehen, aber das hat 0%. Das ist das Genialste, was ich je gesehen habe, jetzt die ganze letzte Zeit. Level 15, 0%, 0, 0, 0. Erreicht trotzdem 3161. Also würde ich gleich entwickeln und hochziehen. Schon mal jemand zwei Steine für einen Kampf bekommen. Der Kalsariken zeigt uns, er hat also zwei Sinosteine auf einmal bekommen. Und ich selber habe, glaube ich, noch keins gehabt. In dem Sinne, aber habt das schon mal gesehen, ist also auch möglich, weil viele beschweren sich immer, dass sie keine Steine bekommen, aber ihr seht, es ist sogar möglich, gleich zwei mit einmal zu bekommen oder bei drei Kämpfen hintereinander jeweils ein, dass ihr also drei Steine bekommt. Alles geht, nichts muss, alles kann, nichts muss. Und der Lukas hat sein zweites Shiny Meltan bekommen, auch Glückwunsch dafür. Horst of Death hat wieder mal getauscht, denke ich mal, vielleicht war es auch aus dem Raid. Hat aber hier ein 100%iges Absol bekommen, wieder auf dem falschen Account und wieder geheult. Wunderbar, jetzt habe ich House of Death gesagt. Ja, der hat so viele Namen, weiß gar nicht, wie man den nennen soll, ne? Mr. White. Und der Extreme zum Abschluss hat uns mal drei Elektek gezeigt und das ist wahrscheinlich ein Suchbild. Also, wo ist der Fehler? Im rechten, im mittleren oder im linken Bild? Was ist der Unterschied? Ja, eigentlich nur die WP-Anzahl und die IV. Ansonsten müsste alles gleich sein. Genau. Dann seht ihr also 93, 98, 93. Und ich finde immer noch das erste, dem ersten finde ich immer noch am besten, denn das hat 15 Angriff. Und ja, das in der Mitte hat natürlich das höchste Level, ist ein 98er, wie gesagt, wenn man das hochzieht, ist schneller oben, verbraucht weniger Zeug und vielleicht kann man ja trotzdem irgendwann mal die IV noch verbessern durch irgendwelches Training oder sonst was. Wäre natürlich cool, dass man seine ganzen 98er einfach zu 100%igen machen kann, indem man einen Wert trainiert und steigert. Das wäre eine Option, die ich richtig feiern würde. Aber das war's von hier. Jetzt kommen wir gleich zurück nochmal mit dem Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Philipp Basel. Und ihr seht schon, was ist da passiert? Was macht das Lavita da? Was, vor allem, was macht das Morlord da? Wir wollen das eigentlich gar nicht genauer sehen, aber wir blättern mal rüber. Oh mein Gott! Und seht ihr den Blick? Dieser friedliche Blick? Dieses einfach Seele baumeln lassen und das Lavita fest in den Arm nehmen und kuscheln? Also... Das ist Pokémon, Pokémon Go, ja, das ist für Kinder, deswegen ist das Spiel auch erst ab 14, weil ihr wisst, auch Pokémon haben Bedürfnisse, ja, Morlord, der alte Lustlord, der alte Lustmolch, das war's aber von meiner Seite aus, also, vielen Dank nochmal an dieses Bild, was ich mir einfach geklaut habe aus dem Internet, also, das hat er mir ja nicht geschickt, aber ich fand das genial, das muss ich hier mit reinnehmen, da freut sich der Ismo bestimmt wieder, da rastet er wieder komplett aus, wenn er das sieht und sagt, oh, hast du das gesehen, Ramses, geil, Morlord, oh, das, da wäre ich gar nicht Lavita, ne, Morlord feiert Ismo ja auch übelst und der Blick ist einfach unbeschreiblich und die Nasenlöcher sind auch niedlich, so, das war's aber von meiner Seite aus. Raid am Mittwoch. Wir sehen uns am nächsten Mittwoch mit der nächsten Raid am Mittwoch-Folge. Und bis dahin gibt es jeden Tag wieder irgendeine andere sinnlose Pokémon-Folge von mir. Wisst ihr Bescheid? Also,
bis zum nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.